Also Politik, die macht nichts für uns. Das liegt einfach daran, dass sich kein Schwanz für euren Kackdorf interessiert. Was macht er da? Super. Der Bäckersjunge hat seit 3 Wochen keine Fenster geputzt. Wir Brandenburgen hier einfach sterben lassen. Brandenburg haben wir noch. Brandenburg. Wir Deutschen, wir sind ja jetzt nicht so unbedingt für unsere Euphorie und für überbordende Begeisterung bekannt. Hypes, nicht so unser Ding. Mit einer Ausnahme. Es ist viel Bewegung in Brandenburg. Das Bundesland mit dem größten Wirtschaftswachstum. 40 Milliarden Euro für den Strukturwandel. Tesla als Jobmaschine für Brandenburg. Vielleicht baut mir Elon ein Raumschiff. Ja, Elon Musk ist auch ein Witzer. Das hat fast chinesische Dimensionen und insofern soll es mal erwähnt werden. Chinesische Dimensionen. Haben wir etwa einen neuen Champion? Noch dazu aus Ostdeutschland? Das wäre ja was. Endlich mal gute Nachrichten, oder? Aber wir haben zum Beispiel kein Kino mehr. Die Kneipenkultur ist wirklich sehr doll eingebrochen. Und deswegen ist ja die Jugend auch alle stiften gegangen, woanders hin. Und das sind halt Sachen, die Leute zum Leben brauchen. Alles mangelt und bleibt hinten oder fällt hinten runter. Okay, Moment. Irgendwas scheint hier noch nicht so richtig rund zu laufen. Der Wandel ist offenbar in vollem Gange, aber bei den Leuten kommt davon gar nichts an. Wie kann das sein? In Brandenburg passiert gerade krass viel auf einmal. Und ganz oft geht's wie unter einem Brennglas um all die Themen und Entwicklungen, die uns in den nächsten Jahren im ganzen Land beschäftigen werden. Auf welche Industrien setzen wir in der Zukunft? Woher kommen die Fachkräfte dafür? Es geht um boomende Städte und aussterbende Dörfer. In Brandenburg war lange Zeit an vielen Stellen eher Abstieg als Aufstieg angesagt. Eine Stadt, die ich euch gleich noch zeigen will, hat seit der Wende gut die Hälfte ihrer Bevölkerung verloren. Eine andere Region ist dagegen ständig in den Schlagzeilen. Lange war sie enorm wichtig für die Energieversorgung in Deutschland. Und das soll sie auch bleiben, aber auf ganz andere Art und Weise. Die Lausitz. Bisher nach NRW das zweitgrößte Braunkohlegebiet in Deutschland. Millionen Tonnen Kohle werden hier jedes Jahr abgebaut. Aber damit ist spätestens 2038 Schluss. Und damit die Region dann nicht komplett verloren dasteht, pumpt der Bund Milliarden hierher. Wenn man dazu recherchiert, fallen immer wieder die gleichen Buzzwords. Green Tech, Zero Carbon Valley, natürlich Energiewende und Elektromobilität. Können wir Brandenburg nicht einfach sterben lassen? Und vor allem auch Forschung. Und das klingt ja alles richtig nice und zukunftsgewandt. Wenn es denn nicht will. Aber wie sehen das die Leute, die all die Jahre von der Kohle gelebt haben und eigentlich auch gar nichts anderes kennen? Hallo. Wer schützt uns dann vor Berlin? Gutes Argument. Hallo. Hallo. Ah. Hallo, ich bin Eva. Eva, ich bin der Jürgen. Jürgen, hallo. Das ist der Adam. Adam. Nee, ist der Andreas. Den Witz habe ich noch nie gehört. Aber Andreas, Adam ist nah beieinander. Ja, ja. Die Kumpelklause ist eine Kneipe in Welzow, praktisch direkt neben einem der letzten Braunkohletagebaulöcher in Deutschland. Entmilitarisierte Zone Brandenburg. Schutz vom Woken Berlin. Hier treffen sich Leute wie Jürgen und Andreas, die eng mit der Kohle verbunden sind. Für sie ist das nicht der erste Wandel. Bereits vor der Wende wurden hier massiv Stellen in der Kohle abgebaut und mit der Wiedervereinigung dann nochmal. Dazu kam, dass nach der Wende viele Leute erstmal abgehauen sind in die alten Bundesländer. Darf ich du sagen? Weil ich finde, das hier ist so eine Du-Umgebung, oder? Also erstmal finde ich ja spannend, dass eigentlich diese Region euer ganzes Leben lang immer im Wandel war. Ne? Mit dem Fall der Mauer, dann war ja wieder so ein großer Umbruch. Und jetzt gerade, wenn dieses Kohlekraftwerk abgestellt wird, ja auch wieder. Wie nehmt ihr das denn jetzt wahr? Also der Strukturwandel, der jetzt gerade kommt und angeschoben wird, ist das was Gutes und läuft das richtig? Oder wie seht ihr das? Ich denke mal, die werden schon was draus machen. Das müssen sie ja machen, damit das hier auch weitergeht. Mhm. Nicht, dass die Leute hier auch Arbeit haben. Nicht, auch wenn die Kohle zumacht, man arbeitet ja auch schon mittlerweile darauf hin, andere Energiequellen zu suchen. Viele haben, würde ich mal sagen, die haben ja ihre Arbeit dadurch verloren. Nicht? Und dann findet man was mit jetzt in der Region. Wenn das eben zugemacht wird, deswegen ist ja die Jugend auch alle stiften gegangen, nicht, woanders hin. Nicht, weil sie wussten, da haben sie Arbeit, wurden sie aufgenommen. Nicht? Und deswegen ist ja Wölzow dann auch teilweise so leer geworden. Wie viele Kinder hast du? 2. Und die sind beide weg? Die nehmen beide, eine wohnt in Bayern, eine in Potsdam. Und hatten die hier keine Perspektive? Oder von der Lehre her schon nicht. Keine gute Perspektive. Die haben alle auswärts gelernt und, das war der, und heute sind sie alle glücklich und zufrieden. Ich bin der Meinung, man müsste der Jugend
was bieten. Aber das ist schwer. Das ist schwer in der Region hier. Ich rück vielleicht noch mal rüber. Ja. Und sag, aber danke schon mal. Hallo. Ja. Die haben, viele haben hier gearbeitet und haben, gut, wie ich schon gesagt, gut Geld verdient. Und ja, werden jetzt rausgerissen aus ihrem Job. Ja. Und das ist für mich eigentlich das Schlimme. Und, die, und deswegen kommt auch die Unzufriedenheit. Und deswegen gibt es vielleicht auch dieses, naja, AfD oder so. Was hier zurzeit mit von der Großpolitik gemacht wird, die Quittung kommt. Und wie Digga, ich finde es total bezeichnend, dass aus der großen Politik Milliarden, Millionen in Brandenburg investiert werden und er sagt, Politik, die macht nichts für uns. Digga, ist das dein Scheiß Ernst? Die Quittung kommt. Ja, ja, gut. Also einfach. Sieht die dann aus? Chaos, Katastrophe. In diese Randgebiete wie bei uns hier ist tote Hose, muss ich sagen. Ja, aber das liegt doch nicht an der großen Politik. Das liegt einfach daran, dass sich kein Schwanz für euren Kackdorf interessiert. Und diese Kackdörfer halt immer mehr verwahrlosen. In ganz Deutschland. Das hat doch nichts mit eurem Kackdorf zu tun. Jedes Kackdorf verkackt. Weil da kann auch nicht sein. Wie soll es denn auch sein? Du kannst, wenn du da 50 Einwohner hast, wenn du da 100, sagen wir mal 500 Einwohner hast. Was willst du denn? Was denkst du denn, was da passiert? Da findet nicht das Leben statt. Ich das jedenfalls. Entweder zieht man weg. Oder 1,80 tief. Welzow ist nur einer von mehreren Orten hier im Kohlerevier, steht aber beispielhaft für das, was ganz vielen Orten seit der Wende passiert ist. Seit 1990 hat die Kleinstadt mehr als 2000 Leute verloren. Jetzt sind nur noch etwas mehr als 3000 da. 3000 Leute? Das interessiert doch keinen. Interessiert doch keinen, was in einem 3000-Leute-Ort passiert. Heißt, erst mussten alle weg, weil es hier keine Perspektiven mehr gab. Und jetzt sollen die Leute plötzlich wieder genau herziehen, weil hier die Zukunft Deutschlands entsteht? Da wäre ich auch erstmal skeptisch. Die Unsicherheit in der Gegend ist hoch. Der Lausitz-Monitor, eine repräsentative Umfrage, zeigt, nicht mal die Hälfte aller Menschen empfindet den Strukturwandel als transparent. Noch weniger Leute finden, dass er schnell vorangeht. Es wird viel angestoßen in der gesamten Lausitz. Fördergelder sollen Firmen anlocken, die Industrieflächen der Lausitz schmackhaft gemacht werden. Flächen wie hier in Schwarze Pumpe. Auf dieser Wiese sollte eigentlich längst eine Fabrik von Altec stehen. Das ist ein Unternehmen für Batterietechnologie. Aber wie ihr seht, seht ihr nichts. Der Bau verzögere sich, sagt uns die Stadt. Und auch weitere Projekte hängen in der Luft oder wurden wieder abgesagt. Ich frage mich, funktioniert das hier wirklich oder wird dieser ganze Wandel wieder abgewürgt, bevor er überhaupt richtig begonnen hat? Ich habe ein bisschen Angst um das Intel-Werk in Sachsen-Anhalt, Alter. Oder die letzten Tatsache, dass Intel irgendwie 15% seiner Mitarbeiter kürzt und in Sparpolitik reingeht, das lässt mich ein bisschen zittern um das Intel-Werk in Sachsen-Anhalt. Wenn das nicht kommt, wäre das wirklich schlecht. In Cottbus habe ich ein Startup besucht, das voll in diese ganze Nachhaltigkeitsschiene passt, die Lausitz fahren will. Sonocrete heißen die und stellen umweltfreundlicheren Beton her. Nora ist Teil der Geschäftsführung. Dass sie das Unternehmen in der Lausitz aufbauen, hat familiäre Gründe. Geil, die Obligatoren. Bis jetzt sagt der CEO, dass es kommen wird. Aber es ist immer noch nicht so. Ne? Also ist nicht ganz klar. Historische Tischtennisplatte, ja, Post-its, Obstkorb. Ich habe schon alles gesehen. Auf Toilette muss. Dann kommen wir hier in, den Bereich, der mal unser Labor werden wird. Mhm. Und würdest du sagen, das ist auch ein... Die Bahn sagt auch, sie kommt. Hey, das ist ein unfairer Vergleich. Ein richtig guter Standort für euch? Sind hier alle Faktoren erfüllt, die ihr so braucht? Ich glaube, es ist gut und schlecht. Ne? Es ist natürlich ein bisschen Provinz. Ne? Man ist hier schon als Startup ein bisschen eine Ausnahmeerscheinung. Und das hat seine Vor- und seine Nachteile. Ne? Die Nachteile sind natürlich, es wäre deutlich cooler, man hätte noch 100 andere Startups hier, wie in München oder so, ne? Mit denen man sich austauschen kann. Der Vorteil ist, man hat so ein bisschen Strahlkraft. Ne? Wir sind hier so... Das größte Startup, würde ich sagen, was irgendwie sowas macht. Noch 100 andere Startups, mit denen man sich austauschen kann. Wie kriegt man die in die Lausitz? Ein Ansatz, den die Politik gerade verfolgt und von dem auch Nora mir begeistert erzählt hat, ist, dass die Lausitz EU-Modellregion für Unternehmensansiedlungen im Climate-Tech-Bereich werden soll. Dadurch könnten zum Beispiel Genehmigungsverfahren für neue Unternehmen in diesem Bereich extrem beschleunigt werden. Das würde also schon mal was bringen und könnte es Firmen auch aus dem Ausland schmackhafter machen, sich hier in der Lausitz anzusiedeln. Bleibt aber immer noch die Frage, ob die dann hier auch Mitarbeiter finden würden. Nora sucht zum Beispiel im Bereich Automatisierer, IT-Leute, also einfach so sehr spezifische Profile, die in den letzten Jahren in sehr großen
einen sehr großen Nachfrageschub erhalten haben, wo aber die Ausbildung gar nicht so schnell hinterherkommt. Ja. Ne? Sowas zu finden ist schwierig. Und dann ist es halt auch, traditionell ist es hier eine Region der geringen Gehälter, das muss man schon sagen. Ne? Und der Fachkräfte. Heierst du Startups? Ich weiß gar nicht, was ein Startup ist. Das ist ein Buzzing-Word, das sich irgendwann irgend so ein Silicon Valley-Wichser einfallen lassen hat. Weiß ich nicht. Startup ist für mich einfach nur eine Firma. Startup ist für mich leider auch irgendwie eine Firma, die nicht profitabel ist. Das heißt für mich Startup immer noch. Wenn eine Firma nicht profitabel ist, dann ist es ein Startup. Der Mangel, du lockst halt niemanden an, wenn du nicht wettbewerbsfähig zahlen kannst oder willst. Letztes Jahr verdienten Angestellte in Deutschland im Schnitt 47.000 Euro brutto. Was meint ihr, wie weit lag Brandenburg drunter? Es waren ganze 7.000 Euro. Wie willst du damit jemanden aus dem Westen anlocken? Gar nicht. Wie gucken denn so große, ich weiß gar nicht, wie ihr finanziert seid, ob jetzt über Fonds oder Einzelinvestoren und so, wie gucken die denn auf die Region? Hat Lausitz für die schon irgendeine Bedeutung und ist es was positiv besetztes? Oder sagen manche auch, mittelfristig müsst ihr aber da und dahin verlagern, weil da ist der Rest der Industrie? Das ist eine gute Frage. Ich habe es jetzt noch nicht erlebt, dass die jetzt von diesem, die Lausitz hat jetzt so einen Sog. Das habe ich jetzt noch bei keinem Investor erlebt, dass das da wirklich angekommen wäre. Ne? Wir haben aber auch jetzt noch nicht die Anfrage erhalten, dass wir bitte umziehen sollen. Ja. Ne? Weil ich glaube, was für so einen Investor halt eher zählt, ist, dieses, okay, es ist eine Stunde von Berlin. Ne, so. Also eine Stunde von der Hauptstadt, eine Stunde von einem riesengroßen Flughafen, kein Problem. Klar, logisch. Berlin ist ja von der Lausitz auch gar nicht so weit weg. Also Standortfaktor auch check. Die Berliner werden sich also vielleicht noch umgucken. Ich hoffe, wünsche mir das, dass wir vor rosigen Zeiten hier stehen. Ne? Das war jetzt 30 Jahre lang wirklich hart hier in der Lausitz. Ne? Es war viel Abbau, Rückgang, Schrumpf. Der einzige Grund, warum das für die Lausitz relevant ist, ist, weil der Speckgürtel um Berlin so fett und so voll wird, dass es zu teuer wird und die Leute dann einfach so weit ins tiefe Brandenburg reingehen und sagen, ja, die Preise sind besser. Aber das sagt nicht, dass die Region vor Ort wirtschaftlich relevant wird, sondern es sagt einfach nur, dass die Leute dann bereit sind, länger zu pendeln. Und unter Umständen wird sie wirtschaftlich relevant, wenn dann zufällig Jobs entstehen, aber ne? Umfang, Wegzug. Und jetzt sind wir an so einer Schwelle, wo wir eine Vision haben für die Zukunft. In der Lausitz wird der Wandel angeschoben, hin zu Industrien der Zukunft. Geld ist da, der politische Wille auch. Nur eins fehlt noch, die Menschen dafür. Bis zum geplanten Kohleaus 2038 sollen Berechnungen zufolge über 60.000 Arbeitskräfte fehlen. Und die lockt man eben nicht nur mit Arbeitsplätzen, wie eine andere Region in Brandenburg zeigt. Du warst in Moskau und Miami, in Mailand, Tokio und Neu-Delhi, in Pompeii. Denkst du, wenn sich Homeoffice durchgesetzt hätte, so ein Randgebiet attraktiver wäre? Hä, Homeoffice ist doch... Also in meiner Wahrnehmung, mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe. Bruder, wenn du kein Homeoffice hast, hast du keine Arbeitskraft. Die geben den Fick darauf, ob du die irgendwie versuchst, ins Büro zu holen. Die Leute gehen ins Homeoffice. Und im besten Fall 90%, lieber 100%. Um diese Jobs muss man sich, glaube ich, gar keine Gedanken machen. Aber du kannst es halt nicht in allen Berufen machen. Homeoffice ist halt keine Patentlösung für eine handwerkliche Berufe. Das kannst du halt nicht machen. Anekdotisch. Ich sage das jetzt nur anekdotisch, weil ich kann ja nur aus den Erfahrungen sprechen, die ich mitbekomme von den Sachen. Ich selber beschäftige ausschließlich Leute, die im Homeoffice arbeiten. 100%. Für mich ist das natürlich auch nicht relevant. Aber die Leute, mit denen ich sonst so Kontakt habe, die in den ganz klassischen Jobs arbeiten und die dann in so Homeoffice-Capable-Jobs arbeiten, die sagen, geh dich fix, Alter, ich komme nicht ins Büro. Allein die Tatsache, dass du dich pendeln musst, ist ein Schockgesell, Alter. Dass du eine Umgebung hast, in der du dich sicher fühlst und dass du von da aus vielleicht auch eine ganz neue Arbeitsmentalität aufbauen kannst, das ist insane. Wenn Leute sagen, ja, also müssen wir mal gucken, wie lange die Arbeitgeber das machen, die das nicht machen, aber Homeoffice ist the way to go, ja. Also zumindest in Jobs und Sparten, in denen man es machen kann. Eisenhüttenstadt, die erste Planstadt der DDR. Hier sieht es wirklich noch fast genauso aus wie vor der Wende. Sales-Leute sitzen aber auch in Niedriglohnländern wie Deutschland, während er es durch Witz auf dicke Hose macht. Ich bezahle im Monat zwischen 20.000 und 30.000 Euro Lohnkosten. Glaub mir, die werden sehr gut bezahlt. Die werden sehr, sehr gut bezahlt. Niedriglohnsektor hat mit meinen Mitarbeitern überhaupt nichts zu tun. Plattenbauten, breite Straßen und jede Menge Platz. Die Hälfte aller Einwohnerinnen und Einwohner sind hier seit der Wende weggezogen. Und das, obwohl es immer noch das Stahlwerk gibt. Das Stahlwerk, für das die Stadt überhaupt gebaut wurde. Du bist Martin. Korrekt. Hallo. Eva. Hi, hi. Martin ist in Eisenhüttenstadt geboren und aufgewachsen. Dann ist er nach Cottbus gegangen und hat Architektur studiert. 18 Jahre lang war er weg. Vor 3 Jahren ist er zurückgekommen. Ja,
krass. Also ich bin jetzt hier gerade nur so die ersten Meter gelaufen und habe gedacht, wow, ich kann genauso wie ich lang laufe, kann ich auch breit laufen. So weitläufig ist das hier alles. Ja, naja, Magistrale ist ja nicht ohne Grund, also an der, sag mal, an der tiefsten Stelle. Er sieht ein bisschen aus wie dieser, wie hieß denn der, dieser zappelige Comedian. Stelle bis zu 80 Meter breit oder tief eben, ne? Das ist ja alles geplant worden. Na, hier war ja vorher nichts. Ja, und das heißt, damals war Eisenhüttenstadt schon ein Symbol für Bürger Lars Dietrich, ist es der? Für den Aufschwung in Brandenburg. Naja, nicht nur in Brandenburg, also auch in der kompletten, ja, in der gesamten DDR. Ne? Also du siedelst hier eine riesengroße neue Industrie an, ne? Und demzufolge, du brauchst ja eben da auch Arbeiterinnen, ja, Arbeiter, ne? Die eben dafür, die das eben ja, sieht aus wie Bürger Lars Dietrich, Digga. Produzieren, ja, bzw. herstellen. Ne? Und dafür brauchst du eben noch eine Wohnstadt. Ne? Und das hast du eben sozusagen hier in einer Wohnanlage eigentlich komplett, wo wir gerade drin stehen. Der Plan war, dort Schwerindustrie, hier das Wohnen. Und die funktionieren nur gemeinsam. Ne? Und wenn dann eben 1993, ne, gab es hier riesengroße Demonstrationen, wie viele Leute auf die Straße gegangen sind, um gegen die Schließung des Werks zu demonstrieren. Weil alles davon abhängt. Na eben, na klar. Ansonsten hättest du hier wirklich entweder einen Zaun drum rumziehen können oder es wäre heute, ja, wie würde man sagen, naja, wenn halt nichts Neues kommt, ne, oder dann nichts Neues angesiedelt wird, dann wehen hier die Heuballen durch die Straße, durch die großen, breiten Straßen. Wenige Jahre, nachdem man auf die Straße gegangen war für den Mauerfall, musste man dann wieder auf die Straße gehen, damit dieses Stahlwerk richtig erhalten bleibt und damit die eigene Stadt. Bleibt, ja. Ne, und das ist ja auch so dieses, wenn man das so, wie sagt man, als dieses Damoklesschwert, also was eigentlich immer über der Stadt und dem Werk eigentlich so schwebt, ist die Schließung. Also heute nach wie vor. Ne? Heute bietet das Stahlwerk nicht mehr so viele Arbeitsplätze wie noch vor der Wende. Damals waren es über 12.000, heute sind es noch rund 3.000. Und das hat bestimmt auch eine Rolle gespielt für viele, die hier weggezogen sind. Laut der Agentur für Arbeit liegt die Arbeitslosenquote im Raum Eisenhüttenstadt aber nur knapp über dem bundesdeutschen Durchschnitt. Die Leute, die noch in Eisenhüttenstadt und Umgebung wohnen, haben also in der Regel Arbeit. Trotzdem zeigen Prognosen, dass die Bevölkerung weiter schrumpfen wird, um rund 19% bis 2030. Menschen sterben weg und weniger junge Leute kommen nach. Eines Tages wird doch alles weg sein. Junge Leute hauen ab, bleibt keiner hier. Die Alten werden weg sein. Aber es wäre eben schön, wenn auch junge Leute hierbleiben würden und die Ausbildung hier machen würden, weil die Stadt braucht ja auch Nachwuchskräfte, so wie das Stahlwerk hier. Ich bin jemand zum Beispiel, der braucht nicht viel. Ich habe das Nötigste habe ich hier. Ich habe eine Bank hier, Lebensmittelläden, ein bisschen was zum Schlendern und ansonsten viel Grün drumherum. Und das ist ja genau das, wonach ich ja wieder seit Ewigkeiten gesucht habe. Also ich komme auch endlich mal wieder dazu, mich zu bewegen, weil ich habe es nötig. Unsere Kinder sind verstreut irgendwo, weil sie hier nichts gefunden haben. Ne? Haben Abitur gemacht und mussten weg, sich in der Ferne was suchen. Ne? Aber guck mal hier, das ist das gängige Bild hier. Ne? Also vom Alter meinst du? Naja, gängige Bild. Ne? Und das siehst du halt wirklich sehr, sehr häufig. Also wenn du dir vorstellst, damals hier gerade in der Lindenallee, die Leute haben ja, es war ja auch einst die jüngste Stadt in der DDR, weil natürlich durch die Aufbruchstimmung, da sind ja alle hergekommen. Es gab ja alles. Es gab Jobs, es war ja, die Nachfrage war so groß. Die haben damals hier Kinderwägen geschoben. Ne? Und das ist natürlich heute das andere Sinnbild. Aber selbst für die, und das darf man halt auch nicht abschätzig oder abwertend meinen, also das sind ja zum Teil auch noch die, die eben das alles mitgeplant und gebaut haben. Also denen musst du ja auch etwas bieten. Ne? Aber geboten wird hier eher wenig. Ein Beispiel dafür ist das alte Hotel Lunik. Früher ein Nobel... Alter, sieht alles runtergekommen aus, ne? ...Hotel für die DDR-Politprominenz, das auch regelmäßig Veranstaltungen für die Bevölkerung auf die Beine gestellt hat. Heute ist es verlassen und völlig runtergekommen. Eine Ruine mitten in der Stadt. Für viele hier ein Schandfleck und Sinnbild für den Niedergang von Eisenhüttenstadt. Also ich bin jetzt Gast... Jawohl. Komm an, natürlich immer erstes Haus am Platz. Mhm. Guck mal, ne? Hallo, hier ist durch den Tag. Repräsentativen Eingang. Hallo, ja. Herzlich willkommen. Er ist mir sehr sympathisch tatsächlich. Er ist mir sehr sympathisch. Mutterlini. Danke. Wir können es leider nicht öffnen. Ich glaube, nur kippen. Ja. Ja. Und dann kannst du hier immer reingucken, ne? Und du siehst ja... Witzig, alleine jetzt drei Menschen mit Rollator auf der Straße und niemand sonst. Einer hat seinen gerade da unten reingetragen, da vorne. Ja, ach, da genau. Siehst du, da ja, kommt gerade eine. Ja, und, das, ja. Und weiß ich nicht. Eisenhüttenstadt, die Stadt, in der man Rollatoren zählt. Mach ja auch Stadtführungen, ne? Und wenn du dann halt so einmal durchlaufst... Alter, du siehst das schon, ne? Guck dir das schon mal, die Perspektive schon mal an. Auf der Straße und niemand das sonst. Sieht alt wie, das sieht halt aus... Da vorne. Ja, ach, da wie so eine alte... Da kommt gerade eine.
Ja, und, das, ja. Und weiß ich, mache wie so eine alte DDR-Hochglanzwerbung hier. Ne? So eine wirklich, so eine lange Straße, schön fotokopiert, rechts sind die schöne, sind die Gebäude. Ne? Dann fährst du die Stalinallee weiter runter. Ja, auch Stadtführungen, ne? Und wenn du dann halt so einmal durchlaufst, die meisten Stadtführungen sind, also eigentlich sind sie immer am Sonntag. Und warum? Weil die Leute von außerhalb dann natürlich nicht arbeiten müssen, im besten Fall nicht arbeiten müssen. Und dann eben einen Ausflug machen in diese Stadt und gucken sich die Stadt an. Und dann siehst du Rollator schiebende Menschen. Ne? Das ist, es gehört ja wie gesagt dazu, ne? Aber es ist hier. Wer macht denn eine Stadtführung in Eisenhüttenstadt? Wirklich überproportional viel. Ja. Ne? Ich war echt lange mit Martin unterwegs und habe zwischendurch die ganze Zeit gedacht, eigentlich ist es doch echt schön hier. Viel Grün, viel Natur auch drumherum. Okay, gut. Ich habe es gerade gefragt. Let's go. Show me. Berlin ist nur eine Stunde weit weg und Jobs gibt's ja offenbar auch. Warum hauen dann trotzdem alle ab? Das ist Familie Zimmermann, Thomas, Maria und ihre Tochter Helena. Die betreiben zwischen den ganzen DDR-Bauten mit Freunden einen szenebekannten Punk-Club. Das Stilbruch, direkt am Stahlwerk. Geil. Seht ihr mal, was Eisenhüttenstädter hier? Auch wenn der Club in der Punk-Szene sogar international eine ziemliche Größe ist, in Eisenhüttenstadt sind die Zimmermanns damit ziemlich alleine. Also der Fokus liegt, denke ich, schon auf den Industriestandort Eisenhüttenstadt, also bezogen auf das Stahlwerk. Wir sehen das ein bisschen anders, weil die weichen Standortfaktoren auch für die Fachkräftesicherung eigentlich essentiell ist. Aber wir haben zum Beispiel kein Kino mehr, die Kneipenkultur ist wirklich sehr doll eingebrochen. Mhm. Und das sind halt Sachen, die Leute zum Leben brauchen, was essentiell ist. Also ich kann zwar in eine Stadt ziehen, um dort zu arbeiten, aber fühle ich mich dann dort wohl? Man fragt sich ja schon, warum nicht beides nebeneinander existieren kann. Genau, und das ist halt dann die nächste Sache. Ne? Aber eigentlich wir haben eigentlich genügend Freiraum, um sowohl Kultur, Partystandort Eisenhüttenstadt und lebenswerte Stadt und halt auch Industriestandort zu sein. Definitiv. Es würde sogar eigentlich ineinander greifen. Es muss sogar ineinander greifen. Du hast gerade ganz schwer gesäuft. Naja, Freizeitmöglichkeiten, ne? Also es sind ja auch Jugendclubs. Fehlen halt. Also nach der Schule gehen die meisten mal zum City Center, warten auf den nächsten Bus. Oh mein Gott, das klingt ja wirklich wie ein Audio 88-Song. Nach der Schule, das oder wie ein Reinhard Grebe, ein alter Reinhard Grebe-Song. So eine Shopping-Mall bei euch, ne? Genau. Das Einzige, was es dort aber wirklich gibt, ist Action und Rossmann. Und danach fahren sie halt wieder alle zurück in ihre Dörfer, gehen nach Hause und den restlichen Tag am Handy, machen nichts weiter und vernetzen sich halt auch nicht miteinander. Und früher, so kurz nach der... Es gibt nichts Schlimmeres als junge Leute, die an der Bushaltestelle abhängen. Das sind alle kriminell. Wende war hier eigentlich richtig viel. Thomas und Maria wollen mir das zeigen. Hast du da schon den Gieselheim, wo man Konzerte gemacht hat? Hinter der Tankstelle ist auch nur so eine kleine Baracke. Hier vorne hast du den Maxi-Yard. Da war die Wäscherei, der Techno-Club. Die Pestbarke, die alte, war da hinten in Richtung unseren Club. Okay, aber das sind ja richtig viele Locations. Techno-Partys. Hast du da mal eine Fleischerei ohne gehabt? Du hast hier die Qual der Wahl ja. Das ist ja echt absurd, wenn man sich das Verhältnis anschaut, wie viel damals los war und wie wenig heute. Gefühlt jede Subkultur der 90er hatte da einen eigenen Laden. Auch weil halt die Auflagen noch nicht so krass waren, sagen die beiden. Tja, und irgendwann ging dann alles verloren. Es gab weniger Arbeitsplätze, dadurch auch weniger Angebot und dadurch sind dann noch mehr Leute weggegangen. So ein richtiger Abwärtsstrudel. Martin, mein Stadtführer, ist trotzdem zurückgekommen. Was ich vorher noch nie gehört hatte, die sozialistische Planstadt ist eines der größten Flächendenkmäler Europas. Man sieht hier die sozialistische Planstadt gar nicht an, oder, Chat? Die DDR-Kulisse. Das ist einfach der Wahnsinn. Und genau darin sieht Martin eine Chance für die Stadt. Die Stadt steht nach wie vor für Zukunft, ist meine Auffassung. Ja. Also wenn die Stadt nicht für Zukunft stehen würde, dann wäre ich auch nicht hier. Ja. Punkt. Wirklich, weil ich glaube ja an etwas. Also ich habe ja eine Vision. Ich möchte ja, dass die Stadt gesehen wird. Und nicht nur in Zehlendorf, in Frankfurt oder und weiß ich nicht, Das muss eigentlich weltweit strahlen, weil du hast hier, wir haben auch schon Veranstaltungen gehabt, wo man überlegt, ob man das eben unter Weltkulturerbe stellen könnte. Dazu muss aber auch einiges passieren. Es ist eine Arbeiterstadt. Ja. War eine Arbeiterstadt. Es soll aber nicht. Alter, es ist wirklich, ne? Die Stadt sieht aus, als hätte ich sie in City Skylines geplant.
Es sind alles dieselben Assets, Digga. Oh Mann, Digga. Wirklich immer nur weiterhin in Zukunftsstadt bleiben, in der Arbeiterstadt bleiben. Martin will die spektakuläre Stadtkulisse von Eisenhüttenstadt bekannter machen. Er plant Events, Führungen, Seminare. Und vielleicht denkt sich dann der eine oder die andere Touristin irgendwann, hier könnte man doch auch hinziehen. Ich zeige euch noch eine andere Region, aus deren Wandel der letzten Jahre man vielleicht was lernen kann. Mhm. Den Speckgürtel um Berlin. Ja. Hier passiert genau das Gegenteil von Eisenhüttenstadt. Die Leute strömen in die kleinen Orte rein. Ja, weil sie halt keine Wohnung mehr in Berlin finden. Die Berliner wollen raus aus der Stadt, wo mehr Platz und mehr Grün ist und die Preise niedriger sind. Ja, und dann steigen vor Ort die Preise. Hinzu kommt, dass Firmen wie Tesla da jetzt Fabriken bauen. Einer dieser Orte im Speckgürtel ist Wandlitz. 9 kleine Ortsteile, meistens nur entlang der Hauptstraße L100 gebaut, glasklare Seen, große Mischwälder. Hier im Berliner Umland genießen sie den Traum vom dörflichen grünen Leben. Und noch viel mehr Leute suchen genau das. Die Bevölkerung von Wandlitz ist seit der Wende um 71% gewachsen. Also von um die 14.000 auf ca. 24.000 Einwohner. Dieser Trend hält an und das sorgt für Frust. Ich bin ja, sag ich mal, so was wie Alteingesessener, also seit 65 wohne ich hier. Und ich finde den nicht mehr so schön, also in der Massivität, den Zuzug. Und ein Ende ist noch nicht abzusehen. Wir sind selber auf der Suche nach einem Haus. Und das ist natürlich schwierig, da noch das Passende zu finden, wenn so viele Leute herkommen. Und die Einkaufsmöglichkeiten. Ja, Berlin muss unbedingt mehr eingedämmt werden, Brandenburg. Die Pufferzone Brandenburg muss Berlin endlich mehr eindämmen. Möglichkeiten, die Ärzte, alles mangelt und bleibt hinten oder fällt hinten runter. Und ich finde, es ist wichtig, dass erstmal die Infrastruktur aufholt, um dass wir sagen, wir können jetzt noch mehr Zuzug gebrauchen. Also ich finde es natürlich schon... Inländer raus. Brandenburg den Brandenburgern. Schön, dass viele Leute herkommen wollen. Das zeigt natürlich auch, dass hier der Ort und die Gemeinde sehr attraktiv ist. Aber es ist natürlich auch schwierig. Ich meine, ich wohne jetzt seit 24 Jahren, seit meiner Geburt hier. Und schwierig auch, diesen ganzen Wachstum mitzuerleben. Wir leben halt auf dem Dorf und wir wollen irgendwie, also nicht alle, aber eine Mehrheit möchte irgendwie, dass wir Dorf bleiben und nicht ein Vorort von Berlin. An vielen. Ja, vergiss es, Alter. Jedes Dorf um Berlin wird ein Vorort von Berlin. So ist es einfach. Das kannst du vollkommen vergessen. Gib dem Ganzen noch 5 Jahre, noch 10 Jahre. Das wird schlimmer. Also schlimmer in Anführungsstrichen, wenn man das schlimmer nennen will. Aber das ist, kannst du vergessen. Orten in Brandenburg sieht man, wie schwierig der Wandel ist. Politisch, wirtschaftlich, aber eben auch ganz konkret gesellschaftlich. Dass wirklich alle was davon haben. Ich habe aber auch einen Ort gefunden. Wisst ihr, was ein bisschen paradox ist? Wir haben hier diese Orte, diese Dörfer, die da sitzen und sagen, naja, hier hat man ja nichts, ne? Die ganzen Politiker, die kriegen auf die Fresse. Und dann hast du die Orte, die um Berlin sitzen, wo die Leute dann halt hinziehen, Infrastruktur sich verändert, da eine Nachfrage herrscht, wahrscheinlich auch mehr Infrastruktur kommt und die sagen dann, nee, die sollen sich mal verpissen. Alter, wie du das machst, machst du es falsch. Da steht dann irgend so ein Ortsvorsteher, der sagt dann, ja, die ganzen Zugezogenen, ja, die aus Berlin war, kannst du alle vergessen. Das ist so komisch. Wir wollen ein Dorf bleiben, ja, aber ihr wollt doch auch... Hä? Was ist denn jetzt? In dem scheint irgendwie alles zu funktionieren. Viele gingen nach der Schule, doch wir blieben hier. Bredersdorf im Westen Brandenburgs. Rund 360 Einwohner. Jeder kennt jeden, fast jeder ist irgendwo im Dorf engagiert. Und kaum jemand will weg. Das gängige Bild ja ist, dass die jungen Leute immer dahin wollen, wo Action ist. Bleibt die Jugend hier einfach da und organisiert sich selbst. Ey, zum Glück hat deine Hose auch einen Gürtel. Ja, ist vielleicht ein bisschen groß, wa? Aber ist sie dir auch zu groß? Ey, wir sind doch gar nicht so unterschiedlich. Ja, ein bisschen zu groß ist in mir. Ja gut, aber, dann bin ich erleichtert. Aber dann, es passt auf jeden Fall. Da wächst man dann noch irgendwann rein. Yannick ist 17 und bei der Freiwilligen Feuerwehr von Fredersdorf. Nach der Schule überlegt er, Berufsfeuerwehrmann zu werden. Heute stabil. Üben sie für einen Wettkampf im Löschangriff aufbauen. Was man halt so macht. Bevor ich gleich rennen muss, will ich aber erst mal wissen, was findet Yannick eigentlich so toll hier an Fredersdorf? Ohne Fredersdorf, das wäre kein schönes Leben. Also war auch die Leute in Fredersdorf, die Gemeinschaft, alles. Das gehört einfach so zu mir mit dazu. Seid ihr alle so wie Yannick und sagt, nee, ich will vor allem in Fredersdorf bleiben? Nee, also ich kann mir eigentlich nie überhaupt nicht vorstellen, irgendwie aus dem ländlichen Raum rauszuziehen, weil es ja einfach so schön ist und du hast auch, ich sag mal, einen ganz anderen Zusammenhalt als in der Stadt. Weil du hier halt wirklich jeden kennst. Man sagt ja manchmal auch... Da habe ich Angst vor, ne? Auch, und den Eindruck hatte ich jetzt auch so auf meiner Reportagereise, dass solche Vereine, Ehrenamtliche oder manchmal auch Kirchen, Parteien so der Kitt der Gesellschaft sind. Dieses klassische Dorfleben, ne? Dieses jeder kennt jeden und alle gucken irgendwie, was macht er da? So, was soll denn das?
Würdest du das auch so sehen? Auf jeden Fall, ja, weil halt immer auch die Leute sozusagen in den Vereinen sind, die dann trotzdem noch wieder Projekte anschmeißen, die dann auch wieder für die Gemeinschaft fördernd sind sozusagen. Und da musste ich sofort wieder an Martin aus Eisenhüttenstadt denken. Projekte anstoßen aus der Gemeinschaft heraus. Visionen haben völlig unabhängig von der Politik. In Fredersdorf ist das schon einfacher, weil hier natürlich viel weniger Menschen leben, die sich organisieren müssen. Aber das, was Yannick jetzt sagt, das finde ich schon nachvollziehbar. Und der Bäckersjunge hat seit 3 Wochen keine Fenster geputzt. Wenn es mal der Bäckersjunge ist. Hast du, ich habe jetzt auch in Brandenburg Orte besucht, wo die Leute vor allem sagen, okay, in ganz Deutschland heißt es, Brandenburg ist jetzt im Kommen und der wirtschaftliche Aufschwung und neue Industrien werden angesiedelt und so. Ne? Und in manchen Orten kommt das nicht an und da sind die Leute sehr unzufrieden. Was glaubst du, wie spielt dieser Faktor Wirtschaft da rein? Hast du dazu? Ich sag mal so, wir sind jetzt in Fredersdorf, natürlich gibt es so die ein oder anderen Betriebe. Aber ich glaube, die große Wirtschaft, also ich sag mal, Geld kurbelt ja die Sache nicht an. Also das sind ja wirklich die Leute, deren Denken und deren Überzeugung auch vielleicht was anzupacken, was sozusagen die Gemeinschaft nachher bringt und nicht das Geld. Also mit Geld kann man sicherlich viel machen, aber halt auch nicht dieses Gefühl, Geld kann nicht alle Träume erfüllen. Aber bist du schon mal auf einem Jetski gefahren, Bruder? Schon mal mit dem Jetski gefahren? Kann man mit Geld auch nicht schaffen. Wie hier beim Wettkampf packen in Fredersdorf alle immer irgendwie mit an. Und das spürt man auch. Riegelstellung! Ich wollte halt vor allem nicht die Langsamste sein, damit ich nicht die Übungen versaut. Aber ich glaube, es lief ganz gut. Ein besonderes Beispiel für diesen Zusammenhalt ist das Freibad von Fredersdorf. Das sollte vor ein paar Jahren geschlossen werden. Es war zu teuer. Die Fredersdorf. Das sieht aus wie der Pool von Christian Lindner. Wir haben damals kurzerhand einen Verein gegründet, um es zu erhalten. Jetzt baut das Dorf gemeinsam daran rum, modernisiert und stellt ehrenamtliche Rettungsschwimmer. Yannick ist einer von ihnen. Zusammen mit einem Freund hat er letztes Jahr die Ausbildung gemacht. Wie blickst du in die Zukunft von Fredersdorf? Ich sag mal so, wir sind ja alle motivierte Jugendliche, sagen wir es mal so. Und auch die jetzige Generation, wir hatten gerade so in den letzten Jahren einen kleinen Generationenwechsel, dass es sozusagen die Älteren wieder an die Jüngeren übergeben haben. Was jetzt unsere Eltern. Voll krass. Also er scheint ja sehr motiviert zu sein, dass er sehr lobenswert war. Dann sind beispielsweise, und ich blicke da eigentlich relativ positiv rein. Also wir hatten ja jetzt auch unser Dorfer Zukunft auch beim Bundeswettbewerb eine Goldmedaille gewonnen, ja, von nur 7 Dörfern aus ganz Deutschland. Und ja, da bin ich ganz positiv gestimmt, dass es auch so weitergeht. Ja. Diese Goldmedaille beim Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft ist für Fredersdorf ein ganz schönes Ding. Über 1000 Dörfer hatten sich beim Landwirtschaftsministerium beworben. Fredersdorf war als einziges Dorf aus den ostdeutschen Bundesländern unter den Gewinnern. Wie viele von deinen Freunden gehen weg aus dem Dorf? Also im Moment sind ja alle noch gar nicht so dabei, sind ja alle noch in der Schule, aber ich würde auch sagen, die bleiben alle hier. Weil welchen Grund hätten sie hier wegzuziehen oder welchen Grund hätten sie in einen anderen Ort zu ziehen? Klar, der Job, aber wie ich zum Beispiel, gibt es ja auch viele, die dann sagen, okay, ich gehe jetzt hier Nachbarort oder in nächsten Ort oder in die nächste klein größere Stadt, um da sozusagen einen Job auszuüben, aber komm immer so noch in der Entfernung, dass ich wieder hierher kommen kann. Wie viel gemacht wird, um die Gemeinschaft zu erhalten, wird klar, wenn man die Website von Fredersdorf checkt. Dienstags geht's zum Tischtennis, Mittwoch zur Feuerwehr, freitags zum Turnen und im Jahresverlauf zur karibischen Nacht im Freibad oder zum Erntedankfest. Cool. Klingt banal, ist für die Fredersdorfer aber super wichtig. Ey, Brandenburg, du hast mich in deiner Vielfalt auf dieser Reise echt überrascht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es auch sehr erfrischend, dass wir mal nicht vor die ganze Zeit von Faschos reden, ehrlich gesagt. Ich habe ganz verschiedene Formen von Wandel gefunden, die da gerade im Gange sind. Da ist zum Beispiel die Wirtschaft mit neuen Industrien, die sich ansiedeln. Aber auch in Sachen Kultur ist Aufbruchstimmung. Hier ginge so viel, aber das meiste davon scheint noch ganz am Anfang. Darin steckt eine Chance. Einzelne können hier richtig was bewegen. Aber wenn Leute wie die Zimmermanns oder Martin Maleschka alleine bleiben, dann wird es auf Dauer anstrengend. Die Politik sollte sich stärker öffnen für Leute von hier, die eine positive Zukunftsvision haben und neue Dinge ausprobieren wollen. Sie sollte nicht nur auf den Wirtschaftsstandort gucken, sondern auch darauf, wie Brandenburg in Zukunft ein lebenswerter Ort für alle sein kann. Und wie cool wäre es, wenn der Wandel dann dieses Mal wirklich klappt.
Ich war für diese Reihe auch in Thüringen unterwegs. Da wollte ich rausfinden. Ja, da waren wir schon.